Hallihallo, herzlich willkommen. Hallo Lichtchen. Ja, du hast absolut richtig gelesen. Du hast absolut richtig gelesen. So. Heute vermutlich das Finale von Final Fantasy VII Remake. Wir dürften ziemlich nah am Ende sein. Immerhin haben wir schon knapp 43 Stunden Spielzeit. Und hier vor dem Fahrstuhl kam gestern auch schon die Warnung: Danach gibt es kein Zurück mehr. Nachdem wir diesen Fahrstuhl betreten haben. Ja, ich machen wir es einfach. Bin bereit, Chat. Nach oben fahren. I'm ready to do this. Let's go. Und wie geht's dir, Lichtchen? Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag bisher. Blutige Alter, die Musik. Mist. Okay, kein Loot, kein Treasure. Okay. Where the hell is that bastard hiding? And Sephiroth? Wait, I can hear something. Help! Is anybody there? Please help me! Es scheint von der rechten Seite zu kommen, aber ich gucke mich mal erst noch hier um. Hey! Ah, da durchs Fenster raus. Warte mal. Alles klar, ich wünsche dir viel Erfolg, Lichtchen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, ich helfe dir gleich. Ich guck bloß noch nach, ob hier irgendeine Truhe ist. Dann kannst du gleich zur Rettungsaktion gehen. Megatränke nehme ich immer mit. Äther, Phoenixfedern. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt, was Items anbelangt. Was nun auch kommen mag. Und ich glaube, wir sind auch noch geheilt. Hey! Help me! Please! Oha!
Hey! Hallo! Please help me! Ich kann mich auch gerade eh nicht bewegen. Help me! Well, well, well. Pull me up! I'll give you all the money you want! I have here plenty of it! Thing is, I don't want your money. Please. Good guy, Barrett. Es sei denn, lässt ihn jetzt noch so fallen. Just let me live. Everything you want can be yours. I'm a man of modest dreams. Dropping you from 70 stories up would get me damn near to good. But not all the way. You want something more, don't you? More than this right here? Talk to me again like you know me. Barrett! Stop it! You're gonna get on TV and tell them. Tell them what you did to Sector 7. That it was you who killed all those people. Then, you're gonna tell them the truth about Avalanche. That Avalanche ain't Wu-Tai or anybody's puppet. That Avalanche fights for the people, the planet. That we fight to hold Shinra to account for its crimes. That is Avalanche. The filthy sewer rats who brought down a Goliath. You tell him that. Is that really all you want? For your names to be cleared? That is what matters most to you. More than shutting down the reactors? Than the future of the planet itself? Huh? Damn! You're lying to yourself even now. Das war so klar. Truth, justice, honor, freedom. Vain indulgences, everyone. Picture it. Picture a world without Shinra. Without Mako energy. A stagnant, impotent world. Now picture a natural disaster. Who would help the people? Help them recover and rebuild? You? With their old world ruined, will they thank you for the new? I'm going to give you a chance. One last opportunity to consider what your principles are truly worth. But bear in mind that time is of the essence. And what about you, Mr. President? What are your vaunted principles? What principles? Did you understand even a single word of what I told you? I know what I want, and I take it. I take advantage of whatever I can, and discard that which I cannot. There is no room for sentiment or guilt. Kapitalismus. Good guys, Sephiroth. Nein, doch nicht. You son of a bitch! Oh.
the source of everything. Holy shit! It's on you. It's an illusion. An illusion! Halt, warte. Einmal Analyse, bitte. Genova Puls. Ein streng geheimes experimentelles Versuchsobjekt von Shinra. Es ist nur wenig darüber bekannt, aber Gerüchten zufolge soll es Halluzinationen auslösen können. Sobald seine TP unter einem bestimmten Wert sinken, lässt sich seine Schockleiste nicht länger füllen. Leicht resistent gegen Magie und gegen Schlaf. Mach mal bitte Regener auf alle. Mann! Okay, warte mal. Halt, weg! Und einmal Gebet. Oh, ho. Holy shit. Fertigkeiten, magischer Diener. Halt, warte mal, wo ist denn jetzt mein Regener? Das hat sich aufgelöst, oder was? Ach, komm schon, Mann. Ach egal, mein kleines Zwischengebet. Okay, tiefer. Alter, okay, nicht von hinten, okay. Nein. Okay. Fertigkeit. So it's my turn. Heilen wir mal klar. Why don't you lead the way? Come on!
Okay, Aerith, bitte nochmal. Wir gehen auf alle. Hang back. Let's go. Und nächste Phase wieder. Maximal mit Cloud, maximal mit Cloud. Okay, Aerith. Oh! Mach mal bitte Regina wieder auf alle. No big deal. Cloud hat Leviathan, oder? Ich glaube, das kann mir gerade am meisten helfen. Elementneutrale Attacken und so. Erstmal Fertigkeit. Innova Puls! Nothing personal. Wirkungslos! Fuck! Why? Don't overdo it. Scheiße. Okay. Dann lassen wir mal hier die Come on! Okay. Ah! Oh! Leviathan, gut. Mach dein Ding. Er ist schadensanfällig. 3200. Limit, Delfinschlag. Bam. Bam. In die letzte Phase geboxt.
Oh. Okay, Magie, bitte. Mach mal bitte Vita kurz auf. Laut. Oh! Weg hier! Fertigkeiten auf Hochtouren. Fertigkeiten auf Hochtouren. Fuck! Aerith? Hoch. Nein, oder? Kampfrauschsphäre? Scheiße. Nein, oh mein Gott. I'm coming. Cut. Gebet. There. It's your turn. Oh, let's go. Bingo. Go on. Gotcha. Bring it. Pult besiegt. Nice. Ha! Oh shit, he can fly! Aerith! Are you hurt? Don't think so. Die Lore-Wächter haben entschieden, dass Barrett nicht stirbt. This death was not the one ordained for you by fate.
Thanks. Weniger nice, wir sind fast tot. Oh, okay, okay, wir dürfen nicht zurückgehen. Bitte einmal ausruhen hier. Oh, der Automat, der... Oh, die Textur sollte mal laden. Okay, wunderbar. Nur wir jetzt, ja? Ich habe Vita, okay. Legendaries? Treasure? Nee, ja. Noch ein. Okay. Von 12. Ich frage mich, was genau mir da noch fehlt. Oh, oh. Sephiroth! Oha. Gibt's da oben noch Treasure? So leicht geben wir nicht auf. Kein Treasure. Okay, hinterher. Auch nicht. Everyone okay? Hey, get your man. He got away. About time we made our escape, too. Oof! Shit. Sure you want to do this personally, boss? Look who's here! If it ain't Rufus Shinra, heir to the throne himself. Yep. Ja, der Andoku. Ah, geht zettelchen. Stop. The hell I will. We can finish off the family here and now. Take Aerith and get out of here.
I'll buy you guys some time. I can stay here. Back you up. Barrett. I'm asking you. Please. Fine. Have it your way then. But you better be right behind us. Cloud! You're a soldier, aren't you? Which, of course, would mean that I own you. Ex-soldier. I quit. Secure the others. Just the two of us. Und dein Doku. Well, maybe three. Yeah. Let's get this over. Nuts. Ich habe natürlich Analyse vergessen. Kann ich hier nochmal die Materie wechseln? Natürlich habe ich Analyse vergessen. Ja, egal jetzt. Analyse. Brauche ich noch stehlen vielleicht? Vielleicht. TP-Boost, glaube ich, würde ich mal behalten. Okay. Gut. Aber Chat, ich bin gleich wieder.
Okay. Oh Gott, Lichtin. Das klingt nach einer Menge Spaß. Everyone okay? Okay. Hey. Dann können wir das hier überspringen, die Cutscene. Und dann können wir jetzt mal schön analysieren, was er und sein Dogo so drauf haben. Let's get this over with. Wow! Dead. Insta-dead. Oh. Ah, die haben irgendeine Art Link, okay. I got your name. Dark Star. Ein militärischer Kampfhund, der zu Rufus' persönlichem Wachhund abgerichtet wurde. Diese besondere Züchtung wurde von der Abteilung für chemische Forschung weiter verstärkt. Sie folgt jedem Befehl ihres Meisters bedingungslos und geht für ihn in den Tod. Sämtliche Angriffe füllen seine Schockleiste nur langsam. Erst wenn die Verbindung mit Rufus durchtrennt wurde, kann die Schockleiste gefüllt werden. Oh, leicht resistent gegen Blitz, na, so ein Glück. Rufus, Sohn von Direktor Shinra und derzeitiger Vizedirektor. Er trägt zu seinem Schutz eine maßgefertigte Schrotflinte und wird von seinem treuen Wachhund Darkstar begleitet. Seine Schockleiste lässt sich nur direkt, nachdem er eine bestimmte Fertigkeit eingesetzt hat, auffüllen. Mhm. Aua. Kann man von denen eigentlich irgendwas lernen? Nee, ne? Blockt der jeden Angriff? Ja, okay. Dann müssen wir mal zuerst auf den Hund. Oh mein Gott, fuck! Komm schon. Okay, jetzt brauchen wir aber was Stärkeres. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das wird heftig. Come on! No, go! Nein! Think you got my number? Not at all. You're making me sweat. Good thing I can't prepare. Trick shot! That's a new trick. Right here. Why not? Darkstar! Gotta give it my all. Oh! Der Doggo ist hinüber. Now it's just the two of us. Just the two of us. Let's make it a night to remember. It's on for real now? Yeah, you should be honored.
Gott, der kontert alles. Fuck. Ich will mal eben zwischenheilen. Einen Moment. Halt, warte. Einmal zwischenheilen. Mist. Okay. Nachladen? Auch nicht. Nachladen? Nein, das war's nicht. Ah, jetzt hat er nachgeladen, fuck. Ich schätze mal, nachladen ist es, wenn man ihn angreifen kann. Fuck. Ja! Au, aber nur kurz. Halt! Nein! Ah! Da war er schon wieder raus aus dem Stun. Das dauert aber schon seine liebe Zeit. Ich laufe da nicht rein. Mist! Ah, zu weit weg! Komm schon, Mann. Na, oh, geh ran da! Oh, nervt das. Komm schon! Oh, nervt das! Bam, du Motherfucker! Munition plus! Oh Gott. Komm schon! Fuck! Come on! Ich komme nicht mal nah genug an ihn ran. Nein! Fuck! Bastard! Ah, was für ein nerviger Typ. Maschinisten, ey. Here and now. No, not quite. Tonight marks a new beginning. For Shinra! Ah.
Tifa! Tifa, best girl. You gotta be better than this, if you're gonna play the hero. Das wäre auch eine Überlegung wert gewesen. Think they can manage on their own? You've seen them both in action. You know they can. Besides. What was that? Gotta believe they made it out. I hope so. Damn it. Hey. Screw it. We gotta go back. Hey. What, Red? Get down! Oh, yeah. Der Boss. We're cool. Everything's cool. Witch! Baron! Not again! You can't stop me! For Biggs, for Jesse, Tifa, and Barrett too! I'm sorry, Cloud. What? Just tell me that, I made a difference. Charlieschen, da hast du wohl noch nicht alles gesehen, ne? Muss ich mal ranhalten mit dem Wort. Still in one piece. Ja, somehow. Oh, you gotta be kidding me! Let's go. Okay, you asked for it, Ben. Open wide. Hey, suck on this. Nervigen Mistdinger. Jawohl. Hm. Einmal Regener, bitte. Abwehrmodul. Willst du mich verarschen? Oh. Oh oh. Schwachpunkt. Oh nein, jetzt haben sie wieder keine... Aber ich habe auch keine Materia vergeben können. Hm. Ich meine, ich hatte jetzt zwischendurch jetzt gar keine Gelegenheit, nochmal mit Materia zu verteilen. Und ich glaube, ich habe bloß die eine Analyse Materia. Hätte vielleicht noch eine zweite kaufen müssen, ha? Hm, tja. Da lässt sich jetzt auch nichts machen. Whoa!
Okay, ich glaube, wir sollten diese Abwehrmodule so schnell es geht down kriegen. Falsche Fähigkeit. Shiva! Thanks for coming to help! It's your turn! About damn time! Yeah. Want some more? Himmelsschlag! Oh, man kann jetzt die einzelnen Beine anvisieren. Ja. Oh oh. Weg, 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 weg. Nein. Bam. Magie. Bam! You ain't getting out of this! Bring in the heat! Himmelsschlag! Fuck on me! Want some more? Okay. Ja, Gegenstände. 20 MP.
Jemand, stopp! Fertigkeit. Komm! Das werden wir hoffentlich gleich noch sehen, Lichtchen. Nur für den Fall der Fälle blocken wir mal. Wow. Aua. Mist, sie hat keinen Mana mehr. Ziel suchen, Laser. Letzte Phase! Maximum! Die Fraktionskanone. Was? Nein! Okay, wir haben jetzt sein Limit leider nicht mehr gesehen, Lichtchen. Damn! Does it feel good to be alive? Quite. But we could still die later tonight. Cloud and Tifa could be dead already. The hell they are. Then we need to find a way we can all escape, and quickly. You're right. Let's go. Whew. Ein Bitte was?
All we gotta do now is find the others. Yeah. We have them surrounded, sir. Yes, I can see that. It was only a matter of time. Here we are. So then, what is this ragtag group of misfits I see before me? Avalanche! Local florist! Lab rat dog. And where are the rest of you? Up your ass! Charming, though not what I would have chosen as my last words. Secure the ancient, but feel free to kill both the idiot and the dog. Aerith, you saved my Marlene. Now, it's time I return the favor. Wait! Bam! Cloud! Hero to the rescue! Stop them, you fools! Don't let them escape! Das ist mein Motorrad. Bist du dir sicher, Kumpel? Ich glaube, der hat sich gerade in die Hose gemacht. Let's go. Dem Chaos entkommen. Home free, Red. I wouldn't celebrate just yet. Man, you need to lighten up. Hell, you might even try smiling. Haben wir Kapitel 18 erreicht? On second thought, maybe frowning suits you better. Hey, don't pout. Look. Oh Mann. Kapitel 18, am Scheideweg des Schicksals. Oh, 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 oh! Are you guys seeing this? Oh,
Ja, Sir, ja, Sie haben eine Mäurenplage. Ja, das gesamte Gebäude ist befallen. Das wird teuer. What is all this? Something wrong, sir. Ich glaube, du musst Salz verstreuen, Lichtchen, vor allen Ausgängen und Fenstern. I see. Very good. The men are on standby, sir. Your orders. Bring them in. It's like the whole damn building's made of them. Yeah. I don't understand. What are they doing? Who knows? Ja, keine Ahnung. Wedge, you don't think he got caught up in it, do you? If he did, I hope he's okay. They're coming. Who? This we don't need. Time to go. Here we go. Come on, step on it! I'm trying, but it won't go any faster! How the hell do we get saddled with this dump? Let's fucking go. There's nowhere to run! Wieso einfach alle an mir vorbeiziehen, ne? They don't care. They don't care. Come on. Let's pick up the pace! Bam! Motherfucker! Pull over right now! Wah! Use lethal force to make it comply! There's nowhere to run! Let's go! Roll it back in and work.
Hardy Daytona heißt das Motorrad. Ich versuche aufzuholen. Ah! Salam. Let's go, come on. Bam! Das war's mit dem Truck. Stubborn bastards! Look! Come on! Holy shit! And let that be a lesson to you. Firing warning shot. What? Heads up. That is all mine. I'll bring it down real quick. What? We're kinda in a hurry. Ain't done yet. Danke. Das ist sehr, sehr lieb. I hate to spoil the celebration. There's more. Oh! Watch yourselves. You're still doing okay, right? Hell yeah! Let's go, bitch! Antizipiert. Aber leider nicht wirklich viel geholfen. Let's go. Okay, Red ist nicht happy. Bam, motherfucker! Ja, du nerviges Mistding. Bam! How do you like that? Bam! You all right? Ja, heilt euch lieber selber. Get down!
for you another. The Guardians of Lore. Shit, we got income. You are not meant to die here. Fights are all yours, Cloud. Uh-oh. Nein, I'm back here. Firing warning shot. Ow! Preparing to engage target. Nein, lass mich weg! Ah. Komm schon. That's it. I'm taking you down. We done here? That's some anime shit! You good? Somehow. Cloud, you okay? So now, they're on our side? The Whisperers intervene, not to defend us, but to preserve the flow of destiny. Guardians of Lore! Holy shit! Come on, you see the piece of shit we have in here? Just the 300-pound sack of it. Hey! Focus! Lol. Okay, ich glaube, die beiden sind schon down. Shock! Show me what you can do. Blocken bringt da nicht viel. Oh,
Ich merk's. Oh shit. Meet them head on. Still got to fight it. Oh, das war's. Fuck. Okay. Näher an. Quick. Abstand. Jetzt macht er seine Hot Wheels. Jetzt macht er seine Blitzkugeln. No time for you. Ich fahre natürlich direkt rein. Nein! Fuck! Keep it up! You're kinda in a hurry! Show me what you can do! No turning back. I'm waiting. Bring it home!
Okay. Let's go, bitch! Watch out! Hot Wheels? Hot Wheels? I've got you, brother. Let's Google. Meet them head on. You still got the fight in you? Nah, Mist. Ich dachte, die Attacke kommt mehr links. Mist. Man, calm down already. Nein. Ah. Okay. Lass abholen. Abholen. Komm schon. Okay. Oh, der Schild ist, der Reifen ist geschützt. Die Seite gewechselt. Keep it up. Finish him off. Ja. Bam. Okay, y'all. Let's finish him off. Come on. Come on. Go for the head. With pleasure. Aim for the eyes, boo. Aim for the eyes. Sehr gut, Lichti. Ach, come on. Party pooper. Verkaufsautomat. Elixier kaufen wir einfach mal. Wenn Elixier schon mal käuflich ist, dann her damit. Okay. Das sieht nach einem normalen amerikanischen Highway aus. Ich weiß ja nicht, Lichtchen. Ich weiß ja nicht. Ich meine, ich bin voll aufgeladen, aber egal. Gibt's da hinten noch Treasure oder so? Nee, hä? Vielleicht kann man da hinten ein Stück runter hüpfen oder klettern und dann ist da ein Legendary versteckt. Legendary Treasure. Nee. Nee. Scheint nichts da zu sein. Scheint leider nichts da zu sein, na gut. Dann gehen wir den designierten Weg weiter. Wir lassen Midgar hinter uns. Ja, ja, ja. Hier gibt's doch jetzt garantiert Pressure. Auch nicht.
okay, asshole. Let's rock. Don't. And you, you're wrong. Those who look with clouded eyes see nothing but shadows. Everything about you is wrong. All born are bound to her. Should this world be unmade, so too shall her children. The world won't end today. For you. You will. Listen. Destiny comes. Drag our asses all this way. And this is the welcome we get. Boy, oh boy. The price of freedom is steep. Embrace your dreams, and whatever happens, protect your honor as a soldier! Come and get it! This is the point of no return. Destiny's crossroads. Then why did you stop me? I'm not really sure. What will we find on the other side? Remake part 2. Freedom. Boundless. Terrifying freedom. Like a great, never-ending sky. What you heard just now were the voices of the planet.
Those born into this world, who lived and who died, who returned, are howling in pain. Because of him, Sephiroth? Their words, they don't reach him. All these moments and memories, precious and fleeting, they're like rain rolling off his back. And when they're gone, he won't cry or shout or anything. He'd tell you that he only cares about the planet, that he'd do everything in his power to protect and preserve it. But this isn't the way it's supposed to be. There's no greater threat to the planet than him. Sephiroth has to be stopped. He has to be. And that's why I'm asking you to help me. I know that together we can do this. But if we do, we'll be changing more than fate itself. If we succeed, if we win, we'll be changing ourselves. I guess, maybe, that's why I hesitated. You said it yourself. He has to be stopped. And frankly, I've heard enough howling for a lifetime. Am Scheideweg des Schicksals, letzter Rastpunkt. Überschreitest du die aufgewirbelte Barriere der Meuren, weiß niemand, was dich dahinter erwartet. Stelle daher sicher, dass alle Mitglieder in der Gruppe gut ausgerüstet und ausgeruht sind, bevor du dich zu diesem Schritt entscheidest. An der Schnellstraße gibt es einen Verkaufsautomaten, an dem du noch letzte Einkäufe tätigen kannst. Ja, die Musik immer, ne? Rat! Is it our destiny to defy destiny? It's an interesting question. Tifa! Cloud, we should go. Barretto! So if we go through that thing, there's no coming back. Thank you, Cloud. Wer ist denn überhaupt in meinem Team? Kann ich mein Team überhaupt festlegen? Wir speichern einfach mal. Wir speichern einfach mal. Moment. Das wird schon. Das wird schon. Ready? In den Nebel treten. Never tried to challenge destiny. This could well be her last line of defense. It won't be easy. Let's go. First time I spit in Destiny's eye. Whether you can see the scenes or you can't, doesn't change that she's always trying to have it her way.
daddy's coming home real soon, honey. Oha! Wo sind wir? In einer anderen Dimension. Don't know about you, but looks normal to me. Over there. Das war vorher noch nicht da. Okay. Okay. Heftige Kingdom Hearts Flashbacks. Breko Moira? Viele Moiren sind zu diesem Wesen verschmolzen, einem Hüter des Planeten. Es erscheint, wenn jemand versucht, den Lauf des Schicksals zu ändern und ist mit allen Fäden von Raum und Zeit verbunden, die das Schicksal des Planeten formen.
Okay. Let's go. Let's fucking go. Oh! Ow! You're alive! Happy to see me? Wouldn't go that far. So that thing. That's a whisper too, huh? Looks a lot more like an arbiter of fate than the others. We can beat them. Okay. Bring it on. Let's go. Ich habe keine All-Material. Werdenmäurer. Eine physische Manifestation des zukünftigen Schicksals. Sie kämpft waffenlos, um die Zukunft zu beschützen, die sie geformt hat. Analyse nicht möglich. Rossomäurer. Eine physische Manifestation des zukünftigen Schicksals. Sie kämpft mit einem Schwert, um die Zukunft zu beschützen, die sie geformt hat. Yallomäurer. Sie kämpft mit einer Schusswaffe. Ah. Das sind Spiegelbilder von uns! Du kannst nicht zufällig why not? Ist das nicht dein Scheiß Ernst? Barretto! Stählerner Schuss? Nein, jetzt habe ich Stählerner Wille aktiviert, oder? Ja. Oh! Let's go! Fertigkeiten: Schockschuss, Schockschuss. Aber er nimmt keinen Schockschaden. Oh, fuck it. Strom des Schicksals. Das sieht nicht gut aus. Barretto. Bring it on. Aua. Come on, that ain't clear. Run. Ich kann auch nicht Materia vergeben. Okay. We gotta go. Just go. Let's fucking go.
Regina. Passt. Regina, Barrett. Meine Güte. Barretto. Maximale Wut. Magie. Wir gehen auf tiefer. Tiefer. Ast. Auf Cloud. Oh mein Gott. Vita auf Barrett. Damn it. Okay. Let's go. Los. Fuck. Okay. Barrett. I'm waiting. So long. Komm schon, Mann. Flammen des Fegefeuers! Fuck! Auf Hochtouren. Komm! Schockschuss! Ja! Wir bitte Staub! Ross und Moira besiegt. Taken over. Barrett. Did we do it? Hang on! Eric! Just see. A glimpse of tomorrow if we fail you today. Oh god, split team. Oh my god. How do we stop these things? Well, the big one is way over there. How
However, these guys are right here. Avalanche Credo. Keep it together. Need my help, do you? So now. Come on. Bring it home. My turn. Ah! No way! Come. That's it. Come! Whoa! Let's do this. Oh, ow. Barretto! Don't go to that hole! Give him hell! Take it off. What? Komm mal. Ist jetzt nicht dein Scheiß ernst. Ist jetzt nicht dein Scheiß ernst. Wir haben ihn fast. Au. Au. Now's our chance. Let's do it. Komm mal. Au. So long. Time to get serious. No. Hits. Nothing personal. Bam. Letzte Phase. Down at the same time. In that case, Ultra Big Boy is all mine. Bring it on, bitch. Bring it on, bitch. Let's go. Aerith. Magie. All Materia. Gotta heal first. Wir haben fucking All Materia. Okay. Auf Hochtouren. Machen wir mal den zuerst platt. Can you take over for me?
fuck is that? Let's do Bahamut Moira, heilige Scheiße. Right. We can do this together. Bahamut Moira, Bahamut, nachgemeldet von den Moiren, indem die drei Wesen Rose Moira, Werde Moira und Giallo Moira miteinander verschmolzen, verleihen sie ihm Gestalt. Aerith! Boah. Leviathan! Get him. Duty calls. Keep it together. All set. Ist jetzt nicht dein Scheiß, Ernst. Get some rest. Keep it together. I'll show you what I can do. Yeah! Ooh. Gotcha!
keep Vita? Think so. Halt, warte. Gib mit. Ah. Ah. Warte. Fertigkeit. Fertigkeit. Oh! Let's fucking go. Let's fucking go. Bam! Wow. Bam! 1300 Damage. Noch du, Asshole. Bingo. Get him. Halt, Arif, mach deine... Strahl der Vergeltung. Tiefer. Motherfucker! Where are we? Oh, hi Scotty, du kommst direkt zum Ende. I'm waiting, Cloud.
That's some Advent Children shit. Let's finish this. Fate is not to be taken lightly, Cloud. Shut up! And Feuer is weak as ass. Okay. Sephiroth! Unbekannt. Okay. Das ist alles, was da steht. Resistenzen. Alles. Stark resistent. X-Schaden. Okay. Halt, warte. Beg for forgiveness. Komm, beweg dich! Let's do this. Enjoy. Have we forgotten already? Right. No holding back. Try me. Going in. Bam! Lie to me. Do I frighten you? Get ready. Sloppy. Sloppy! No holding back. Enjoy it. Yeah. Get ready. Get ready, bitch. No holding back. Any time now. Boom. Not really. It's tough. Yeah, so what? Screw him. Right. Here we go. This won't take long. Come schon, Cloud! I see you. Shit. He's dead. All good. Here we go. Anytime. Come on, Cloud! Right. I see you. Aerith? Enjoy. Stay strong, okay? Go on! Go it all out. Damn it!
Komm schon, greif mich an. Let's do this! Yeah! One more shot! Bam. Oh. Try me. Sloppy. Beste Phase. Let's fucking go. Enjoy it. Go on. Ich unterbreche nur ungern die Spannung, aber muss mal trinken. Aufregungspippi. Dann mal schnell, ja. So, bringen wir es mal zu Ende. Wirksam Blitz. Ach so, auf einmal, ja. Auf einmal! Wind. Verdammter Bastard. No.
Oh, komm schon, kommt schon. Komm schon! Warum? Stay strong, okay? Endlich! Bastard! Atomisator, Bitch! Let's dance, asshole! Bam, nächste Phase. Oh fuck. Ein Countdown ist niemals gut. Keep it together. So it's my turn? Leviathan, let's go. Do your thing. Fuck! Wofür habe ich die Scheiße? Heilt sie sich jetzt? Heil dich! Tifa! Go on! Don't overdo it. Okay, let's go. Get him. What's this about? I'll take care of you. Pray for me. Oh. I'll show you what I can do. Sephiroth besiegt. Oh. Welcome back. We can do this. We can. We can change it. Make it right.
quickly. No! Which lies ahead does not yet exist. Our world will become a part of it one day, but I will not end. Nor will I have you end. This is the edge of creation. Cloud, lend me your strength. Let us defy destiny together. Never. Seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. Mr. Vice President. Mr. President. That's right.
glow. You see that? Here. Thank you. Erlebt. Was mit Jesse? Marlene? Coming! Daddy? I'll come back. So, what now? Sephiroth. Long as he's still out there, I thought you beat him. We can. We will. Count me in. If it's to be a hunt, you could use a nose like mine. I'm in too! Bastard wants to destroy the whole planet, doesn't he? An enemy of hers is an enemy of Avalanche. Almost there, Cloud. We're almost there.
I miss it. The steel sky. I would be lost, drifting alone, floating up high, time after time, and there you'd be, shining brightly, your smiling face, to guide my way. Ay, ay, ay. Jetzt heißt es warten auf den nächsten Teil, was hoffentlich nicht wieder 5 Jahre dauert. Vielleicht nur 4 Jahre. 4,5. Mega. Also so ungefähr 45 Stunden hat's mich jetzt, habe ich fürs Spiel gebraucht. Muss sagen, jede einzelne Sekunde war es wert. Zwei Jahre wären schön. Aber das Square Enix der letzten Jahre ist ja nicht dafür bekannt, ein Spiel innerhalb von 2 Jahren releasen zu können. John DiMaggio? Ich frage mich, ob wir Rush wiedersehen werden. Sein Auftritt war überraschend kurz in dem Spiel. Kurz, aber erinnerungswürdig. Additional Voices. Sehr viele NPCs hatten da etwas zu sagen. Sehr viele NPCs.
Kennst du den Sprecher? Das ist ein Schauspieler, den du sehr gerne siehst. Ich verstehe. Scotty schmilzt dahin. Ach, Lichtchen. Okay. Für mich werden die nächsten Tage auch noch daraus bestehen, sehr viele Bots von anderen Streamern zu gucken. Deren Reaktion ich sehr gespannt bin. Game Testers and the entire QA stuff. Naja, Lichtchen, vor allem eben jetzt die letzte Motorradsequenz, das war halt ikonisch für das Original. Die Verfolgungsjagd. Sah da noch ein bisschen anders aus, ne? Müsste man eigentlich direkt in einem Anschluss nochmal das Original spielen? Zumindest die Midgar-Sektion. Bin neugierig, Chad.
Was sagt denn eigentlich How Long to Beat? Wie lange man für das Original braucht insgesamt? Ungefähr so lang wie für dieses Spiel. Hm? Ungefähr. Und in diesem Spiel war nur die Midgar-Sektion spielbar. Was vielleicht so ein Fünftel, eher sogar noch weniger, vom Original ist. Kindheitserinnerung ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Das Original habe ich gespielt schon eher in meinen Teenager-Jahren. Aber natürlich, an allen Ecken und Enden die Anspielungen, die Erinnerungen. Da schwebt natürlich schon sehr viel Nostalgie mit dabei. Ich liebe das hier, wenn Credits das so machen, dass Schlüsselsequenzen aus dem Spiel nochmal zu sehen sind. Dass man die ganze Reise nochmal rekapitulieren kann. Mhm. Ich liebe das, wenn Spiele sowas machen. Oh Mann. Das ist tatsächlich eine gute Frage, was im nächsten Spiel dann alles drinstecken wird. Wo machen sie quasi den Cut? Also, ich habe jetzt nicht vor, jetzt hier irgendwas zu spoilern oder so. Aber im Grunde, der Rest des Spiels, was noch übrig ist, was noch nicht behandelt worden ist, gibt noch sehr viel Material. Für zukünftige Teile. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass dieses Remake-Projekt weniger als 3 Teile haben wird. Vielleicht sogar eher noch mehr. Aber ich glaube, wenn, dann wird es mindestens eine Trilogie. Die werden nicht nach dem nächsten Teil fertig werden. Mit dem nächsten Teil wird es noch nicht getan sein. Eine Szene, auf die du gespannt bist. Ich glaube, auf die jeder gespannt ist. Ich glaube, man kann auf das gesamte restliche Spiel gespannt sein, wie sie das umsetzen werden. Ich
weil im Original gab es so viele kleine Momente, die nur aus ein oder zwei Screens bestanden haben, die nur aus ein paar Zeilen Text bestanden haben und innerhalb von einer Minute wieder vorbei waren, die hier in diesem Remake richtig zur Geltung gekommen sind. Na, die sie richtig ausgeschmückt haben. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie mit dem Rest des Spiels weitermachen. Man könnte jetzt zurück zum Original gehen und man könnte sich jeden einzelnen Screen angucken, jeden einzelnen Hintergrund, den es in diesem Spiel gab, jeden einzelnen Level. Und Wetten abschließen, wie lange dieser Part dann in dem neuen Remake sein wird. 3 Stunden. 3 Stunden pro Screen. Und ein was, das Allerbeste für mich persönlich an dem Spiel, der Soundtrack. Der Soundtrack, der war von Anfang bis Ende einfach nur göttlich. Jedes einzelne Stück. Post-Credit-Szene. Kapitelauswahl. Du kannst nun über System-Kapitelauswahl jedes beliebige Kapitel noch einmal spielen. Deine jetzigen Charaktere, Waffen und Materia bleiben dir dabei erhalten. Mache dich auf die Suche nach unabgeschlossenen Aufträgen und Story-Abschnitten und tauche noch tiefer in die Geschichte ein. The promise has been made. Schwierigkeitsgrad schwierig. Der Schwierigkeitsgrad schwierig wurde freigeschaltet und kann in der Kapitelauswahl für jedes Kapitel ausgewählt werden. Mache dich auf die Suche nach speziellen Manuskripten oder verstärke deine Waffen auf das Maximum. Auf schwierig können keine Gegenstände eingesetzt werden und an Rastpunkten werden nur TP geheilt. Spielfortschritt. Im Hauptmenü kannst du unter System Spielfortschritt bisherige Kampfstatistiken und Story-Wickpunkte einsehen. Neue Funktion, Bonus EP und FP. Die im Kampf erhaltenen Erfahrungspunkte EP werden doppelt und Fertigkeitspunkte für Materie FP werden dir dreifach angerechnet. Ein neuer Kampfsimulator. Irgendwo in Hojos Labor befindet sich ein neuer Kampfsimulator. Wähle in der Kapitelauswahl das 17. Kapitel aus und versuche dich an dieser neuen Herausforderung. Motorrad-Minispiel überspringen. Du hast nun die Option, das Motorrad-Minispiel zu überspringen. But why though? But why? Speichern wir mal ab. Ich bin mir nicht sicher, ob die Beschreibung so korrekt ist, Lichtchen, weil ich habe gehört, man kann Items nur außerhalb der Kämpfe nicht einsetzen. So. So, nach 46 Stunden. Nach 46 Stunden ist es also getan. Und ich frage mich, kann man denn eigentlich
aktive Charaktere jetzt auswählen? Kann man die Party jetzt selber bestimmen? Gucken mal Spielfortschritt, wie es aussieht. Kampfberichte 18 von 20. Torneos Colosseum. Ein unabgeschlossener Kampf. Shinra Kampfsimulator. Da sind ja noch einige. 8. Alleskönner-Aufträge. 2 nicht gemacht. Ja, seltsamerweise. Ich hatte letztens in einem Stream beim Walmart zum Beispiel gesehen, da gab es eine Mission, die bei mir irgendwie nicht verfügbar war, die bei mir nicht gekommen ist, die aber ziemlich cool war, würde ich gerne noch machen. Gegnerdatenbank, mir fehlen nur noch 4, lol. Analyse, fehlen plus 8, ist auch ganz gut. Waffenfertigkeiten gemeistert. 2 Waffen scheinen mir noch zu fehlen. 2 Waffen, die ich nicht bekommen habe, weil von den Waffen, die ich habe, habe ich alle Fertigkeiten gemeistert. Feindtechniken, 3 von 4. Ach, schade, ich hatte gehofft, da gibt es ein bisschen mehr. Aber dann gibt es nur 4 davon, okay. Manuskripte, davon gibt es ja noch richtig viele. Schallplatten haben wir alle gehabt. Kleider, unterschiedliche Kleider für die verschiedenen Protagonisten. Kapitel 14, allerlei Entscheidungen. 1 von 3, was immer das bedeutet. Kapitel, die im Modus schwierig abgeschlossen wurden, 0 von 18. Wenn ein Kapitel über die Kapitelauswahl begonnen wird, werden der Fortschritt der Story sowie der Nebenaufträge für dieses Kapitel vorübergehend zurückgesetzt. Wenn du deinen Fortschritt aktualisieren möchtest, um zum Beispiel neue Story-Zweige freizuschalten, die auch spätere Kapitel beeinflussen können, musst du das aktuelle Kapitel beenden. Nur dann wird dein Fortschritt aktualisiert. Brichst du das Kapitel mittendrin ab, kehrst du zu deinem ursprünglichen Fortschritt zurück. Diese Regel betrifft nur den Fortschritt von Story und Nebenaufträgen. Sammelobjekte wie Schallplatten und Manuskripte bleiben dir jederzeit erhalten. Einige Manuskripte können nur im Modus schwierig gefunden werden. Ja. So, kann man hier nochmal anfangen quasi. Wieso bekommt Barrett kein Kleidchen? Ja, ich weiß, das ist komplett unfair. Komplett unfair ist das. So. Dann werde ich aber an der Stelle hier mal Cut machen für heute. Wir gehen mal zurück zum Titelbildschirm. Wir haben ja gespeichert. Du kannst das Hauptmenü. Ja, okay. Wir haben ja gespeichert. Titelbildschirm. So. Und ich glaube, ich werde noch ein kleines Video. Wartet mal. So.
Also dann. Müht ihr mal kurz den Audio des Spiels dazu. Okay, abschließende Gedanken zum Final Fantasy VII Remake. Nach 46 Stunden Spielzeit liefen die Credits. Und ich muss sagen, ich war sehr zufrieden mit diesem Remake. Am Anfang hatten ja sehr viele Fans des Originals Angst, was Square Enix quasi damit treiben würde, mit diesem Spiel, wie dieses Remake ausfallen würde. Und der Trailer hatte es ja schon irgendwie angesprochen. Die Entwickler waren sich durchaus bewusst, dass dieses Spiel sehr vielen Menschen sehr viel bedeutet und auch die Ankündigung eines Remakes durchaus Ängste hervorrufen kann. Dass dieser Titel nicht wirklich die Würdigung erhält, die er verdient hätte für viele Menschen. Ich persönlich bin ein Fan des Originals, auch wenn ich vielleicht andere Final Fantasy Spiele in meiner persönlichen Rangliste noch höher einordnen würde. Aber der 7er ist auch für mich unbestritten eines der besten Spiele aller Zeiten. Eines der besten Final Fantasies auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dass ich wirklich sehr erstaunt war, wie viel Liebe zum Detail die Entwickler in dieses Spiel haben fließen lassen. Und wie viel Mühe sie sich gegeben haben, wirklich allen möglichen Ansprüchen gerecht zu werden. Das fängt natürlich an mit der Optik, mit der Grafik, die wirklich aus der PS4 zum Ende ihres Lebenszyklus nochmal alles herausgeholt hat, was möglich ist. Auch wenn es immer wieder mal einige kleinere technische Schwierigkeiten gab. Einige Texturen, die nicht richtig ins Spiel hineinladen, die ziemlich niedrig aufgelöst sind, die ein bisschen matschig wirken oder erst zu spät nachgeladen werden. Was ins Auge springt, aber mir persönlich zumindest nie wirklich das Spielerlebnis verdorben hat. Man merkt, dass die Hardware an ihr Limit gerät und man sich schon auf die nächste Konsolengeneration freuen kann und auf die PC-Version, die hoffentlich bald von diesem Spiel rauskommt. Aber die Begeisterung geht natürlich noch weiter über die Musik allen voran, die absolut überragend ist. Jedes einzelne Stück, was man schon aus dem Original kennt, ne, wurde neu aufgenommen, wurde neu interpretiert. Und jedes einzelne Stück zu jeder einzelnen Stelle im Spiel hat mich persönlich einfach weggeblasen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der Soundtrack dieses Spiels mit das Beste ist, was ich je in einem Videospiel gehört habe. Von Anfang bis Ende. Jedes einzelne Stück. Ein absoluter Kracher. Es gibt wenige andere Spiele, von denen ich das behaupten würde. Okami ist einer meiner liebsten Soundtracks. Die Persona-Spiele sind absolut fantastisch. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass das Final Fantasy VII Remake trotzdem noch in der Lage war, eine Schippe draufzulegen. Und ich würde mich wirklich ultra freuen, wenn ich mir irgendwann diesen Soundtrack nochmal direkt kaufen kann und in voller Gänze nochmal genießen könnte. Was nun die einzelnen Story-Abschnitte des Spiels betrifft, auch hier kann ich eigentlich nur Positives an dem Remake lassen. Wie es bereits im Vorfeld angekündigt worden ist, behandelt Final Fantasy VII Remake nur die Midgar-Sektion des Spiels, was im Original, wenn man sich Zeit lässt, bloß wenige Stunden gedauert hat tatsächlich. Ungefähr 3 bis 5 Stunden, dann war man auch tatsächlich schon aus Midgar, aus dieser Anfangsstadt raus. Und diese 3 bis 5 Stunden sind nun hier, wie gesagt, in meinem Spieldurchgang auf 46 Stunden angewachsen, von denen sich allerdings keine einzige Minute wie ein sinnloses Aufblähen
des Originals angefühlt haben. Also jede einzelne Minute ist mit sinnvollen Neuerungen gefüllt worden, die die Welt bereichert haben, die diese Stadt lebendiger gemacht haben, die sie mit Geschichten gefüllt haben, von denen vielleicht jetzt nicht jede einzelne Nebengeschichte von jedem einzelnen NPC auf dem Level eines Witcher war, ganz sicher nicht, aber ich persönlich war gut unterhalten worden, an jeder einzelnen Ecke des Wegs. Und bin wirklich gespannt auch, was die Entwickler noch mit den nächsten Teilen vorhaben, inwiefern sie andere Orte noch mit so viel Leben füllen können, wie sie es mit Midgar geschafft haben. Und das muss man ja dieser Stadt lassen, auch im Original, was ja schon einige Jahre her ist, war Midgar trotzdem eine der interessantesten, ausgefallensten, futuristischen Fantasy-Städte, die man bisher in Spielen erlebt hat. Diese metallene Pizza, auf der die Menschen leben und unter der die Menschen leben. Die Welt, die Charaktere, ja, wie einzelne Charaktere noch mit zusätzlichen Geschichten gefüllt worden sind, wirklich ausstaffiert worden sind, die vorher in dem Original nur höchstens eine Randrolle eingenommen haben, die ein paar Zeilen Dialog hatten, die größtenteils ziemlich blass und platt geblieben sind. Diese sind hier im Remake richtig zur Geltung gekommen und haben tatsächlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Allen voran natürlich das Team von Avalanche, Barretts Crew, die sehr viel mehr Charakter bekommen haben in diesem Remake und die einem viel mehr ins Herz gewachsen sind als vorher. Und das lässt sich eigentlich zu jedem einzelnen Charakter sagen, den man vorher im Original begegnet ist. Die Teamdynamik zwischen Cloud und Barrett und Tifa und allen anderen war meines Erachtens überragend. Sie haben die Charaktere viel glaubwürdiger gemacht und dass sie schließlich als Team zusammenwachsen, ging wesentlich glaubwürdiger über die Bühne. Einfach auch indem sich die Entwickler einfach Zeit gelassen haben, jetzt bestimmte Charakterentwicklungen nicht zu überstürzen, nicht innerhalb von 3-5 Stunden übers Knie zu brechen, sondern im vollen Umfang eines Spiels, eines vollständigen Spiels auf den Weg zu bringen und dieses Team zusammenwachsen zu lassen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt, was für aufregende, herausragende neue Abenteuer sie noch erleben werden, wie das Original noch weiter umgesetzt wird, wie es noch weiter ausstaffiert wird, wie noch zusätzliche Geschichten dazukommen. Und ich glaube, das ist einfach das größte Lob, das ich dem Remake geben kann. Dass jede einzelne Sekunde ich genossen habe und ich unglaublich gespannt bin, wie es weitergeht. Ich kann das Remake nur jedem wärmstens empfehlen, der natürlich Fan des Originals ist, das auf jeden Fall, aber auch Leute, die bisher noch überhaupt nichts mit Final Fantasy am Hut hatten und sich immer gefragt haben, was der große Hype um Teil 7 bedeuten soll, die nie damit warm geworden sind. Vielleicht auch, weil das Original schon deutlich gealtert ist. Ich kann das Spiel nur weiterempfehlen, wer noch auf die PC-Version warten möchte. Es heißt ungefähr, dass die PlayStation 4-Version zeitexklusiv ist für Sony. Ein Jahr heißt es ungefähr. Also April 2021, vermutlich kann man wohl mit dem Release der PC-Version rechnen. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Es würde mich freuen, das Spiel in noch besserer Grafik, mit noch besserer Framerate zu erleben. Und ich hoffe auch, dass dieses Playthrough hier auf meinem Twitch-Kanal, was auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden ist, jedem gefallen hat. Und vielleicht der ein oder andere vielleicht den Gedanken gefasst hat,
diesem Spiel selber nochmal eine Chance zu geben und es in Angriff zu nehmen. Ich kann es nur empfehlen. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und viel Spaß beim Spielen. So. Dann, genau, würde ich sagen, beende ich den Stream einfach mal hier an dieser Stelle, Leute. Es war auf jeden Fall noch schön, dass ihr dabei wart. Den Hard Mode, den werde ich selber auch noch spielen. Damit ist es jetzt für mich das Spiel noch nicht getan. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht vor, das nochmal unbedingt zu streamen. In dem Umfang, in dem Ausmaß, wie ich es bisher gemacht habe mit dem normalen Run. Gut. Der Worte sind genug gewechselt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt noch den Rest des Abends. Und bis die Tage mal wieder. Bis mal schauen, welches Spiel wir dann als nächstes spielen. Vielleicht auch Final Fantasy VII Hard Mode, wer weiß. Vielleicht auch Nioh 2 mal wieder. Oder Call of Duty. Wir sehen uns dann irgendwann mal wieder die Tage. Lasst mich endlich Taten sehen. Ja, so ungefähr. Alles klar dann. Dann macht's gut, ihr Lieben.